Zum ersten Mal nach dem Konzil kommen die Kardinäle nach Rom, um einen neuen Papst zu wählen. Unter ihnen auch Erzbischof Ratzinger aus München. Die Kardinalswürde hat ihm Paul VI. Im Jahr zuvor verliehen. Ich würde sagen, er war in der Tat ein moderner Mensch, insofern er sehr differenziert die Problematik dieser Zeit gedacht und gelitten hat und sozusagen die ganze Kompliziertheit unseres modernen Lebens sehr bewusst erfahren hat. 111 Kardinäle, so viele wie noch nie, kommen im Konklave zusammen. Jetzt gilt es, den Geist der Stunde zu erkennen. Was braucht die Kirche? Wer hat das Zeug zum Papst? Der Arbeitersohn Albino Luciani soll der Kirche Zuversicht geben. Sein offenes Lächeln verbindet sich mit konservativer Gesinnung. Er wählt einen Doppelnamen, Johannes Paul. Der Begeisterung folgt 33 Tage später ein Schock. Der neue Papst liegt tot in seiner Wohnung. Wieder kommen die Kardinäle im Konklave zusammen. Diesmal wagen sie den kühnen Schritt. Zum ersten Mal seit vielen hundert Jahren wählen sie keinen Italiener zum Papst. Stattdessen setzen sie auf einen Mann, der aus dem kommunistischen Ostblock kommt. Die Glocken der Peterskirche verkünden die Sensation. Habemus Papam! Der Pole Karol Wojtyła ist ein Papst nach dem Herzen Josef Ratzingers. Einer, der sich nicht den Maßstäben der Welt unterwirft, sondern Sauerteig sein will. ...1980. Johannes Paul II., der pilgernde Papst, besucht Deutschland. Zum Abschluss der Reise landet er mit dem Hubschrauber in Altötting auf bayerischem Boden.